Unsere Renten weiter im Absturz. Ja, seit Jahren eigentlich bekannt. Die Renten sind im Grunde in Deutschland auch nur noch jedes Jahr weniger wert. Doch was jetzt kommen soll, das wird richtig spannend. Hubertus Heil hat nämlich jetzt ein Rentenpaket 2 angekündigt, beziehungsweise sogar eine vollständige Rentenreform. Diese will er jetzt auch im Februar 2024 vorstellen, damit wir ab 2025 eine garantierte Rente haben. Denn einige denken ja mittlerweile, die Rente kann eigentlich nur noch weiter runtergehen und mit dem jetzigen System ist es eigentlich klar, dass die 48% Rentenniveau nicht mehr gehalten werden können. Wir schauen uns das jetzt mal an, was hier genau die aktuellen Pläne sind, vor allem auch, was schon wieder Streitpunkte sind, vor allem auch die Statistiken dazu und auch, was du auf keinen Fall machen solltest, wenn du dich irgendwie mit der Altersvorsorge noch absichern willst und jetzt noch jünger bist, dann tu das auf keinen Fall, das erfährst du in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, und an der Stelle hier gleich hier direkt reingesprungen. Heil kündigt Rentenpaket für Februar an. Und zwar diese Meldung ging schon am Donnerstag raus. Ich wollte noch ein bisschen warten, ob hier ein bisschen mehr kommt. Jetzt gibt es ein bisschen mehr Informationen. Aber hier, Arbeitsminister Heil hat die Vorlage der geplanten Rentenreform für die nächste Woche angekündigt. Forderungen nach einem höheren Renteneintrittsalter lehnte ab. Zudem verteidigt der SPD-Minister das Bürgergeld. Aber das so mal als Einstieg. Also es soll jetzt ein Rentenpaket 2 kommen. Und zwar soll es hier hauptsächlich darum gehen, dass das nicht hier das Rentenniveau weiter absinkt, sagt er hier bei einer Diskussion zum Etat. Denn ganz wichtig ist, aber es wird mit dieser Bundesregierung keine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben und die Union, die Union sich wünscht, das wäre der falsche Weg. Aktuell will man hier bis Ende 2030 das 48% Durchschnittsentgelt, also das Rentenniveau, das Sicherungsniveau halten. Bis 2025 garantiert der Gesetzgeber eine Höhe von mindestens 48%. Was jetzt spannend ist, was passiert denn hier mit den 48% nach 2025? Hier natürlich eine Möglichkeit, hier vor allem auch aktuell diskutiert das sogenannte Generationenkapital. Das Generationenkapital wird ja auch durchaus von Christian Lindner hier bevorzugt, weil man hier am schnellsten und vor allem am effizientesten hier weiter vorgehen kann. Aber bevor wir jetzt in die Details reinspringen, erstmal die wichtigste Entwicklung. Und zwar das Rentenniveau oder Entwicklung des Sicherungsniveaus vor Steuern der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland. Und es ging hier 2008 nochmal rauf auf 52% und dann ging es nur noch runter auf natürlich dann den Peak nochmal 49,4% und dann ab 2022 hier konstant ungefähr bei 48% mit einem leichten Anstieg in 23, 48,2% und dann wird es jetzt weiter fallen. Denn ab 2028 bis 2027 hier bis 30 wird ja natürlich dann der massive Baby-Boomer-Effekt erwartet, was dann bedeutet, wir werden hier ein Kippen im Großen und Ganzen zwischen den Beitragszahlern und am anderen Ende natürlich der Beitragsempfänger, also der Leistungsempfänger haben. Und das Lustige ist eigentlich an der Stelle, jeder, der jetzt, sag ich mal, sich mit dem Thema befasst, der könnte ja auch sagen, dass das auch auf jedes andere Leistungsempfängersystem, auch zum Beispiel auf das Bürgergeld zutreffen kann. Aber das ist ja was ganz was anderes. Wir schauen uns jetzt nochmal an, was jetzt durchaus hier eine Diskussion ist. Und zwar eine Möglichkeit ist ja hier, wie gesagt, das Generationenkapital. Und zwar hier wollen sich, wie gesagt, aktuell die Parteien auf natürlich ein neues System einigen. Die Beiträge werden wahrscheinlich, und das ist hier auch die aktuelle Meldung vom Fokus, werden hier erstmal steigen. Es wird geplant, dass es nicht über 20% steigt, aber aktuell, wir haben noch 1,4%, bei denen es bei euch bei der Lohnabrechnung raufgehen kann, hier durchaus möglich. 19% soll hier zum Beispiel mit dabei sein. Das wäre zum Beispiel auch ein nettes Rechenbeispiel. Mit Blick auf 45.358 Euro fließen monatlich grob 700 Euro über den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber in die Rentenversicherung. Bei Beitragserhöhung wären das hier im Grunde 15 Euro mehr pro Monat, also knapp 150 bis 180 Euro mehr pro Jahr. Ja,
Generationenkapital. Was ist damit gemeint? Es ist in dem Zusammenhang eigentlich ein Modell, was vor allem bei vielen schon sehr, sehr lange ganz einfach angewendet wird. Wenn es irgendwie gesagt, zum Beispiel in Schweden und anderen Ländern, auch im Ausland, gibt es das, dass man sagt, okay, man hat hier einen Fonds und dieser Fonds wird im Großen und Ganzen dann befüllt und daraus wird im Grunde aus Dividenden, Ausschüttungen, Umschichtungen, Gewinnen und sonstiges, wird dann hier die Rente daraus beglichen. Dieses System wird ja immer gerne mal von Grünen und SPD sehr stark zerredet, weil diese einfach keine langfristige Ahnung von Finanzen haben. Wenn man hier langfristig Kapital anlegt, dann kann es zwar hier langfristig auch zu massiven Schwankungen kommen. Fakt ist aber auch, man ist bei einer solchen Anlage gar nicht auf die Schwankungen angewiesen, sondern die Schwankungen sind grundsätzlich erstmal zweitrangig. Denn an der Stelle kann man sagen, wenn hier jedes Aktienportfolio, auch die Aktienportfolios sind mein eigenes, das ich hatte, oder auch, sage ich mal, jedes andere Portfoliosystem, das du verwendest, auch von jedem Anleger, es wird langfristig hier die Ausschüttungen steigen, solange es zu keinen Kürzungen kommt. Aber ich sage es mal so, bei den Milliarden, um die wir dann investieren, also ich hoffe mal, dass, sage ich mal, jetzt nicht lediglich hier in den DAX-ETF investiert wird, sondern dass hier erfahrene Fondsmanager dabei sind, die vielleicht, sage ich mal, auch dementsprechend gut, sagen wir, das anlegen. Wobei, da kann man auch sagen, MSCI World und Emerging Markets auf ausschüttend und schon hast du da deine Möglichkeiten. Und bei 3% kann das auch relativ schnell hier gehen. Auf jeden Fall, Fakt ist nun mal hier, viele Influencer werden jetzt hier wahrscheinlich irgendwas von privaten Rentenversicherungen, sprich an der Stelle auch von sonstigen anderen Systemen empfehlen. Also was ich dir bitte ganz klar sage, ETF-Riester, Vorsparpläne und alles, was irgendwo in einem Versicherungsmantel ist, lass dich dort bitte nicht abzocken. Ganz klar, an diesen Versicherungsprodukten verdient am Ende nur einer und das ist der Versicherungsmakler. Ich habe damit so, so vielen Influencern und Versicherungsmaklern, die irgendwo auf YouTube, auf Instagram und sonstigen unterwegs sind, schon diskutiert und die haben einfach keine Ahnung, weil die nur ihre Produkte verkaufen wollen. Fakt ist am Ende, wenn du wirklich eine nachhaltige Anlage hast und die Möglichkeit hast, den Anlagehorizont hast, dann solltest du möglichst hier viel Geld in ETFs und sonstiges und Aktien und sonstiges reinpacken. Denn am Ende bist du dort erstens mal unabhängig von auch einer Versicherung und auch unabhängig davon, ob das jetzt an der Stelle irgendeine Rentenversicherung oder ein Staat oder sonstiges ist. Es gibt etwas, das ist hier mehr wert in diesem Bereich als die mögliche Absicherung. Ganz ehrlich, heute wieder mit jemandem diskutiert und dann sage ich ganz ehrlich, die Rentenversicherung, da kannst du drauf scheißen, auf gut Deutsch. Warum? Weil das im Großen und Ganzen in 20, 30 Jahren, wenn hier die meisten Rente gehen, dann ist das nicht mal mehr eine Wurstsemmel, die du kriegst. Also ganz ehrlich, von daher Finger weg von dem Thema und auch von anderen Versicherungsverträgen. Lass dich dort bitte einfach nicht drauf ein. Und wenn du da einen Bekannten hast, der dir sagt, hey du, ich habe da gerade einen super ETF-Riester mit Steuersparmodell und sonstigen, weg damit. Wenn er das überlegt ist zu machen, verprügel ihn im besten Fall vorher und sag ihm nein und verprügel den Versicherungsmakler auch noch dazu, weil das ist ganz schlecht. Also an der Stelle, wenn du wirklich nachhaltig hier investieren willst und nachhaltig Vermögen aufbauen willst, ETF, Aktiensparpläne, immer noch das Beste, im besten Fall auch Immobilien. Jetzt ist es aber auch so, dass ich mir mal gedacht habe, wir schauen uns das Ganze mal international an. Und hier ist es relativ spannend, wie auch hier der Anteil der Rentenausgaben am Bruttoinlandsprodukt ausgewählter europäischer Länder im Vergleich 2011, 2021 ist. Und man sieht schon, hier oben Griechenland, Italien, Österreich, Frankreich, Spanien, Portugal, Finnland und so weiter und so fort. Und erst auf knapp Platz 10 kommt hier Deutschland. 12% beziehungsweise jetzt hier an der Stelle 2021 genau 12%, vorher waren es 11%. Also man sieht schon, andere Länder haben hier uns ein bisschen was voraus und das sind auch die Länder, wo man sagt, da kann man auch gut und gerne mal im Alter leben. Und spannend finde ich auch hier diese Umfrage und zwar, wie bewerten Sie die Pläne der Bundesregierung zur Finanzierung der gesetzlichen Rente, auch Gelder an der Börse oder am Kapitalmarkt anzulegen, hier von Insa Consulere. Und zwar hier zwischen 18 und 29, sage ich mal, sind sie natürlich diese bei gut, relativ hoch, bei 30 bis 39 auch. Nur bei 40 bis 49 darüber ist es hier relativ gering. Weder gut noch schlecht, sagen hier, also das ist immer so eine ganze Konstante und schlecht sagen auch hier im Großen und Ganzen hier relativ wenig. Also ist im Grunde, sag ich mal, die heute es betreffen würde, sagen ganz klar, hey, rein in die Aktienmärkte. Und hier auch nochmal Aktienrente aufgeteilt nach den entsprechenden Bundesländern, fand ich auch relativ spannend, die Statistik. Die Umfrage ist aus dem Februar 2022. Hier übrigens auch dann positiv ist hier natürlich schwarz,
Rheinland-Pfalz, Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland, Bremen und, sag ich mal, alles Top-Bundesländer. Und dann kommen hier an der Stelle, sag ich mal, hier Berlin natürlich mit unserem Fail-State Berlin hier mal als Erste mit dabei und ganz unten Sachsen-Anhalt im Grunde, sag ich mal, dort, wo es auch natürlich von dem Vermögen der entsprechenden Personen immer etwas, ja, sag ich mal, abwärts geht. Da ist es dann durchaus so, dass man ganz klar sagen kann, hier ist die Aktienrente eher etwas, man sagt, ja, will ich nicht so. Und ganz klar ist natürlich auch an der Stelle, man muss etwas tun langfristig, denn damit kann man ganz einfach unsere Rente im besten finanzieren. Und ich hoffe natürlich, dass die Rentenreform, die uns nächste Woche vielleicht vorgestellt wird, an der Stelle wirklich mal was Gutes ist und vor allem kein Vorschlag ist, der rein aus SPD und grünen Häusern kommt, denn dann wäre das leider schon wieder zum Scheitern verurteilt. Denn da könnte ich mir sogar vorstellen, dass die am Ende hergehen und sagen, hey, wir haben dann den coolen Fondsmanager, wir zahlen ihm 10 Milliarden jedes Jahr ein, die nächsten 10, 20, 30, 100 Jahre und dafür kassiert er 9 Milliarden. Und das ist dann die Rendite, die du im Grunde auch bei, sag ich mal, diversen Finanzprodukten hast, wenn du hier, sag ich mal, mit Versicherungen, ETF-Riester, Vorsparplänen und sonstigen hantierst. Von daher, meine Empfehlung, mach definitiv was aus deinem Geld und lass dich oder mach dich nicht abhängig von irgendeiner Bundesregierung oder von irgendeinem Versicherer.